Die große Reise im SOD Rise, ein Concorde. Wir sind bei Wohnwagen Vogt. Das war das alte Fahrzeug, ich zeige es mal gerade, was schon nicht schlecht war, riesengroß. Da steht meine Drehtasche noch davor. Das werden wir auch gleich mal zeigen im extra Video. Und das ist der neue. Die Familie kommt aus Österreich und sind Weltenbummler, so könnte man es fast sagen. Sie sind sogar Extremsportler, sie wandern sehr gerne. Ich grüße dich. Ja, hallo Sven. Hi, grüß dich. Ja, tolle Geschichte. Stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin der Stefan von Wohnwagen Vogt und verkaufe Reisemobile. So ist das. So, und das Reisemobil hat einen neuen Eigentümer gefunden, eine ganze Familie. Du bist der? Thomas, hallo. Hallo Thomas, grüß dich. Du hast selbst einen Blog, Entfaltungszeit heißt der, YouTube, Instagram und so weiter. Ihr seid auf großer Weltreise. Ja. So, es soll demnächst auch gehen, sogar in andere entsprechende Kontinente. Ihr habt euch ein neues Fahrzeug zugelegt. Ich zeig's mal gerade. Was ist das für ein Auto? Klär mich auf. Das ist ein Atego mit einem Concorde-Aufbau. Und wie wir begonnen haben, darüber nachzudenken, eine Reise zu machen, haben wir gleich zu Beginn im Internet dieses schwarze Teil gefunden und uns eigentlich verliebt, nur nicht gewusst, wie wir zu dem Teil jeweils kommen. So, das hat ja auch was mit Geld zu tun. Das ist so, wenn man auf eine lange Reise geht. Ihr wohnt jetzt tatsächlich in, also ihr habt vorher hier drin gewohnt, Entfaltungszeit steht da auch drauf. Und jetzt wohnt ihr in dem Concorde-Aufbau. Das ist ja schon eine Herausforderung mit vier Kindern, oder? Ja, das ist eine Herausforderung. Also wir siedeln heute um von der Lilly und für den SOD müssen wir uns noch was überlegen. Und haben jetzt eigentlich ein bisschen Erfahrung gesammelt beim Reisen, Langzeitreisen. Und klar ist für uns durch das, was wir machen, dass wir ein bisschen mehr Offroad-tauglicher werden müssen. So ist das. Ja, so richtig Offroad-tauglich ist der ja jetzt nicht. Aber der hat schon die, ich sag mal, entsprechende Baustellenbereifung drauf, ein bisschen gröbere Bereifung. Kannst du ihn hinten ein bisschen hochpumpen? Ja, ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir brauchen mehr Bodenfreiheit. Also wir wollen ja nicht zum Berggipfel fahren, sondern immer noch gehen. Aber wir kommen manchmal nicht zu unseren Startpunkten mit der gut straßentauglichen Lilly. Deswegen brauchen wir was mit mehr Bodenfreiheit. Und das ist der Grund, warum wir diesen Umstieg eigentlich hauptsächlich machen. So, hier sind wir. Das ist deine Frau, schätze ich mal, oder? Ja, hallo, ich bin die Magda. Die Magda. Ihr seid aus der Nähe von Graz, stimmt das? Ja, genau. Wir sind aus der Steiermark, in der Nähe von Leoben. So, und du bist der? Julian. Der Julian. Wenn du mir mal verrätst, wie alt du bist. 8. Bist du 8 Jahre schon? Mhm. Boah, bist du riesengroß. Ja, das ist so. Extreme Touren. Und du bist der? Milan. Ja, und du bist wahrscheinlich 8, oder? Nein, 5. 5 bist du. Okay, und du? Liam. Der Liam. Also nochmal Liam, Lilian? Milan. Milan und? Julian. Und Julian, und da ist noch was. Ich zeig's mal gerade. Er ist mittlerweile auch schon wach geworden. 4 Jungs. Da stirbt die Hoffnung zuletzt, oder? Genau, das ist auch der Grund, warum wir unbedingt einen Mädchennamen brauchen für unsere schwarze Prinzessin. So, Name jetzt? Wie heißt sie? Schwarze Prinzessin? Nein, wir wissen es noch nicht. Ist noch nicht. Wir müssen erst einmal ankommen in ihr, auf eine Linie kommen und dann wird der Name zu uns kommen. So, wir haben den jetzt hier in Saarbrücken übergeben. Der war relativ lange jetzt zum Check. Als sie angerufen hatten, hast du gesagt, naja, 2 Wochen wird sportlich. Jetzt sind es 3 Wochen geworden. Was hat denn jetzt ein bisschen länger gedauert? Eigentlich hing es an der Inspektion dann, weil der Wagen noch eine neue Inspektion bekommen hat. Und aktuell sind auch hier die Wartezeiten etwas länger. So, haben die denn ein bisschen bei Torpedo, haben die dann ein kleines bisschen Dalli gemacht? Ja, natürlich, ja, aber die haben auch viel zu tun. Es ist jetzt Hochsaison und ja, überall muss es schnell gehen. Ne? Muss schnell gehen, so. Dann hast du das gesehen, hast gesagt, es ist natürlich erstmal das Außen, was spannend ist, aber dann hat dir, glaube ich, gefallen, die Dachterrasse ist auch nicht schlecht, oder? Die Dachterrasse ist eigentlich das Hauptargument, ja. Also ja, wir sehen uns hier oben in der Früh, am Abend und wir haben bereits auch für Schweden ein großes Moskitonetz gekauft. Also diese Dachterrasse wird von uns richtig belebt. Da gibt es viele Stechmücken in Schweden, oder? Ja, wir hoffen nicht zu viele, aber wir haben gehört zumindest. Ja. So, ihr lebt jetzt in dem Auto. Wie lange seid ihr schon unterwegs, dass ihr da mit dem Auto? Mit dem alten waren wir jetzt seit August unterwegs und genau, jetzt schauen wir mal. Wie kommt man auf die Idee, mit 4 Kindern, die sind ja alle noch relativ klein, auf eine große Reise zu gehen? Ja, wir haben einfach gemerkt, dass dieses Alltagsrad, was so läuft,
auch mit 4 Kindern natürlich noch ein bisschen schneller läuft. Mhm. Und wir gemerkt haben, okay, wir wollen eigentlich die Zeit, wo sie so klein sind, anders nutzen oder besser nutzen. Oder ich habe dir erzählt gerade eben, ich habe 2 Tage im Bett gelegen. Ja. Da hast du mich angeschaut, hast gesagt, das habe ich die letzten 10 Jahre nicht gehabt. Aber es ist so, ist das nicht so manchmal so als Mama, dass man sich denkt, mal einen Tag mal so richtig ausspannen, aber das geht nicht, oder? Ja, das geht nicht. Deswegen habe ich jetzt die Dachterrasse und ich hoffe, dass ich mich da zurückziehen kann dann hin und wieder. So, ich zeig dich mal gerade. Du bist unglaublich schlank. Die Kids sind unglaublich schlank. Du bist unglaublich schlank. Ihr, ich sag mal, macht Extremwanderungen mit Kindern. So, und wenn ich das meinem Sohn erzählen würde, der spielt ja gerne Fortnite und Valorant. Ja, also keine Ahnung. Ist so, das sind so Computerspiele mit so allem drum und dran. Das macht denen Spaß, oder? Ja, die haben einfach keine Optionen zu Beginn gehabt, weil die Magda und ich, wir machen sehr viel Alpinsport. Vor allem vor den Kindern haben wir das laufend ausgeübt. Und wie die Kinder gekommen sind, haben wir es anpassen müssen. Und jetzt kannst du natürlich nicht alpin klettern gehen mit einem 2-jährigen Kind. Deswegen sind wir auf Wandern umgestiegen, Mountainbiken, Klettern, Bouldern. Und das geht super mit den Jungs. Die kennen das gar nicht anders, oder? Die kennen das so, ja. Die kennen nur das so. Ja, wir haben sie ja mitgetragen. Wir haben sie mitgetragen. Beginn. Also ich trage ja, seitdem der Liam auf der Welt ist, immer einen Rucksack mit Kind hin. Warte, ich zeig's mal. Ungefähr das Gewicht gerade, was du hast? Ich oder das Kind? Das Kind. Das Kind. Gefühlte 20, hat aber nur 7. Nein. Wie viel 15, hat 15 Kilo. Genau. Ich weiß es schon gar nicht. 15. Das heißt, du war aber schon immer so. Du hattest immer ein Kind hinten am Rücken. Genau, beim Wandern halt mit Wanderrucksack. Dann ist noch ein bisschen was dazu, ein Proviant und so. Und den Rest muss dann die Magda halt tragen oder die Jungs. Anzahl der Sitzplätze im SOD? Ausreichend. 6 mit Gurt. 6 mit Gurt. Das heißt, du weißt, jetzt ist Schluss mit Kindern machen. Ja, das weiß ich. Er hat nur 6 Plätze, man könnte ja noch einen eintragen, ja. Ist da noch ein Kinderwunsch da, oder? Nein. Hast du gehört? Ja. Definitiv nein. So, definitiv nein. So, aber ihr habt ja einiges getan, 4 Jungs. Hättest du gedacht, dass es 4 Jungs wären? Niemals. Ich dachte mal, es wären 2, deswegen haben wir im alten Haus auch nur 2 Kinderzimmer. 1 für Buben, 1 für Mädchen. Jetzt haben wir 4 Buben, also... Okay, ist auch gut. Ja, ich hatte ja zuerst hatte ich ja auch entsprechend die Zwillinge und die sind ja schon groß. Die sind ungefähr so alt wie du, 33. Und gerne. Sag mal, wie habt ihr das möglich gemacht? Leute fragen jetzt sofort, wie geht das finanziell? Das Auto kostet ja ein bisschen was, das Reisen kostet Geld. Habt ihr lange gespart oder so, seid ihr irgendwie reich geboren? Oder? Das war der größte Schritt. Viele reden davon, dass man einfach loszieht und reist und... Das Problem ist, wenn man nur redet, passiert nichts. Und wir haben gesagt, bevor wir noch wissen, wie es funktioniert, haben wir gesagt, wir machen es. Ich habe meinen Job gekündigt und in dem Moment, wo du dich einstellst darauf, dass du diese Reise machst, kommen plötzlich für alles Lösungen daher. Solange du noch in dem Modus bist, dass du in dem Rad bist und nichts bewegt sich, alles ist immer konstant, kommt keine Lösung zu dir. Und dass der jemals zu uns kommt, das haben wir bis vor 3 Wochen nicht geglaubt. Und plötzlich war mit dem Stefan eine Lösung im Raum, dass wir in den einsteigen können. Stefan, es ist so, du hast das komplett übernommen, die Kosten von dem SOD, das fand ich gut. War das die Lösung? Oder? So wie wir beide das immer machen, genau, ja. Genau, es gibt einfach mal ein Reisemobil geschenkt, aber dein Mann hat das jetzt so nett umschrieben, es gibt eine Lösung. Ihr habt beide jetzt hart gearbeitet im Leben, oder? Ja, wir haben beide viel getan, aber im Endeffekt tauschen wir unser jetziges Haus gegen das Haus. Nochmal, ihr habt euer Haus verkauft. Noch nicht. Noch nicht. Wir kaufen jetzt unser Haus und tauschen es gegen... dieses Auto. So, und dann geht's auf große Reise. Hast du so ein bisschen Bammel, weil ihr seid ja jetzt schon ein paar Monate unterwegs? Bammel nicht wirklich. Angst heißt das auf Deutsch. Ja, Angst, nein. Also es gibt immer... Es geht immer weiter und es gibt immer eine Lösung. Also das haben wir jetzt gemerkt auf der Reise. Aber irgendwo, weil wir nicht weiter gewusst haben, es kommt wieder der neue Weg und deswegen muss man losgehen. Also ich finde halt interessant, ich war jetzt 4 Tage unterwegs, das erste Mal vollkommen frei. Ich hatte keinen Plan, weil meine, ich sag mal, Frau war in Mallorca mit meinem Sohn und ich hatte dann zwar Drehpunkte, die ich gemacht habe, aber die letzten 4 Tage konnte ich komplett selbst entscheiden. Okay. Ob ich fahre, wann ich fahre, wie ich fahre. Habt ihr einen Plan? Selbst entscheiden, ja. Ich konnte also. Warte mal. Selbst entscheiden, warte mal. Nein, das ist aber dann machen wir es ja. Nein, also ich glaube, wir haben ja wirklich, also ich denke, wir haben viel gearbeitet, zumindest nach unserer Wahrnehmung, und wir haben gewusst, wenn wir so weitermachen, vernichten nicht nur uns, sondern auch die Kinder. Und die Hauptmotivation war aussteigen und dass wir das, was wir gearbeitet haben, dafür hernehmen, damit wir das jetzt machen können, was wir jetzt machen. Und damit wir unser Geld einfach eintauschen in wertvolle Zeit.
Denn man lebt ja nicht ewig. Du wirst die Zeit, die du jetzt hast, du hast die ja interessanterweise gleich mehrfach. Du hast einen, der ist 10. Dann, das bist du da hinten. Das ist natürlich ein ganz anderes Zeitalter, wie jemand, der vielleicht 4 ist oder 3 oder 2. Brauche ich dir alles nicht zu erzählen. Ich habe ja jetzt einen 11-jährigen Sohn. Die beiden, oder ich sag mal, gibt es oft mal Zank oder ist das so, dass die immer friedlich sind? Natürlich gibt es Zank. Aber also wir, unsere Einstellung ist, dass das eigentlich dazugehört. Also gerade durch den Zank kommen wir auch weiter, weil dadurch kommt man zusammen. Ist ja auch bei den Tieren, wenn du die siehst, zum Beispiel Welpen, die spielen ja untereinander. Da kann auch mal ein Bein verstaucht sein, man bricht sich auch mal ein Bein, das gehört mit dazu. Ja, genau, das sehe ich auch so, ja. Ernährung, ihr habt, also wir werden jetzt mal eins machen, wir werden gleich mal eine Roomtour machen. Stefan, du musst weg. Ja, wenn, gut, nee. Hast du ein bisschen Zeit? Ja, okay, super. Ja. Also der steht jetzt zum Verkauf, da machen wir gleich noch ein extra Video zu, könnt ihr euch angucken. Preisvorstellung, was habt ihr ungefähr? 65.000 deutsche Euro. Die Mehrwertsteuer ist nicht ausweisbar. Genau so ist es. Es ist Privatverkauf und es ist ein bekannter Argos von Bürstner mit einigen Adaptierungen, damit er zum Weltenreisen tauglich ist. So besonders interessant für Österreicher, denn die Nova ist schon bezahlt. Die Nova ist bezahlt. Er ist bereits zugelassen. Er hat ein österreichisches Kennzeichen. Das heißt, falls es in Österreich Interessenten gibt, es ist die Nova erledigt. So, das Ding Baujahr, was hat das? 11. 11, Baujahr 11. Ich habe eben mal reingeschaut. Der Zustand, Stefan, ist gut, oder? Ja, das ist ein schönes Fahrzeug, ein riesengroßes Fahrzeug. Perfekt für Familien, eine tolle Ausstattung. Der Wagen ist autark, hat alles, was man braucht. Ja. Ja, es ging ja um das Thema Zuladung bei euch. Die war da sehr stark ausgereizt. Fährt man da gerne in Österreich durch? Weil ich habe gehört, die kontrollieren auch mal gerne. Ja, du musst dann dementsprechend kurz einmal Socken ausladen oder so. Aber es sind 5,5 Tonnen, es ist eine Zusatzluftfederung und es ist grenzwertig, sage ich einmal. Du kannst eine Tonne zuladen? Ungefähr, ja. Okay, wäre eine Tonne. Ist natürlich mit 4 Kindern geht's nicht, so klar. Aber als ihr begonnen hattet, ihr habt den wie lange schon? Den haben wir ziemlich genau vor einem Jahr in Deutschland gekauft und ihn nach Österreich mitgenommen. Ja, unglaublich hier reingesteckt, oder? Ja, also viel Zeit vor allem, aber auch Material. Also es sind neue Paneele oben, es sind neue Lithium-Batterien drinnen, es ist die Hubstützanlage, die 360-Grad-Kameraanlage, also alles, was so irgendwie interessant ist, haben wir da reingegeben für uns. Es ist die Vorrichtung für eine Waschmaschine hinten drinnen, die siedelt jetzt mit, die Tiny Wash. Ja. So, also gibt es ein extra Video, machen wir gleich. Der SOD, kommt mal alle mit, bitte. Bitte mal nach links, dass wir mal ihn mal freiräumen. Hier hast du mehr Zuladung. Ja, definitiv mehr Zuladung. Also ich denke, wir werden hier wenig Sorgen haben bei Zuladung. Aber was denkst du, wie viel Zuladung ungefähr? Das ist schwierig. Wenn wir losfahren, nehmen wir ungefähr 200 bis 300 Kilo Lebensmittel mit. Und wenn wir dann auf Reise sind, geht das einmal sicher 100 Kilo runter. Aber Zuladung werden wir schon haben. Mit dem Wasser sicher eine Tonne. Eine Tonne, also geht immer noch. So, der hat richtig Zuladung, oder? Ja, der hat richtig Zuladung, der Wagen hier, ja. Das ist null Problem. Und es hat auch keinen Nachteil. Ich muss sagen, wenn du mit so einem unterwegs bist, fährt man ja auch spritsparend und das ist halt mal 87 km/h. Bist du mehr gefahren? Ja. Das heißt, im Windschatten, also LKW oder so, hast du nicht genutzt? Ja, doch, das habe ich ganz gut genutzt, ja. Das ist so. Und dann spart man nämlich richtig Sprit. Das Besondere hierbei ist einmal die Dachterrasse. Das können wir ja mal zeigen. Genau, ihr dürft mal bitte alle mitkommen. Er hat so einen Outdoor-Look. Es ist kein Auto, es ist ein 4x2, aber der ganze Look entspricht genau dem, was ihr darstellen wollt, oder? Ja, genau das ist es. Also er hat mehr Bodenfreiheit als der alte, er hat hinten die Zwillingsreifen mit Hinterradantrieb und das ist entscheidend für das, wo wir hinwollen. Ich finde auch die Optik sensationell, denn das Ganze soll ja auch ein bisschen was hermachen. Es fällt überhaupt nicht auf, wenn du damit frei stehst irgendwo, das ist kein weißendes, blinkendes Objekt, sondern er fügt sich in die Natur ein. Ja. Ja, genau. Und es geht. Also wir stehen sehr viel einfach in der Natur. Also wir bewegen uns hauptsächlich in der freien Natur, deswegen passt der perfekt zu uns. So, ihr macht was für Touren macht ihr eigentlich? Also geht das schon mal eine Stunde? Eine Stunde ist gut. Also wir waren 6 Tage in den albanischen Alpen unterwegs. Da sind wir länger als am Stück? Ja, da sind wir jeden Tag gegangen und übernachtet dort von Hütte zu Hütte oder frei. Ihr wart 6 Tage weg und seid dann erst wieder zum Wohnmobil zurück. Genau. Zu Fuß? Ja, und die Kinder sind selber gegangen. Also alle 3 Großen sind selber gegangen, mit Rucksack, mit Verpflegung, allem drum und dran. Ist das schwer? Mhm. Sehr schwer. Sehr schwer. Warum? Weil so viele Sachen drin sind. Okay. Ist das so, ist das abends schön, wenn man denn da ist, angekommen ist und endlich nicht mehr laufen muss, manchmal? Ja. Mhm.
manchmal. So, wenn du mir mal gerade sagst, was ist denn da drin im Rucksack alles, was du da mitgenommen hast? Essen und Gewand. Gewand, Kleider. Mhm. Okay, Kleider. Essen und Kleider, das ist das Wichtigste. Irgendwas zum Malen drin bei dir? Nein. Nein, ist nicht so schlimm. So, ihr beide seid ja echt groß, muss man sagen. Ist das auch zufälligerweise, wahrscheinlich im selben Monat haben die alle Geburtstag, oder? Nein, wir hatten nicht nur einen Monat im Jahr immer Spaß. Es war schön aufgeteilt. Gut, ist nämlich so, ich weiß, dass ich habe Freunde, haben auch 4 Kinder und die haben alle im selben Monat Geburtstag. Also irgendwie haben die das absichtlich gemacht, das war so. 4 Kinder. Du wolltest immer 4 Kinder haben? Ja, wir haben immer gesagt zwischen 2 und 4 und jetzt sind es 4 geworden. Sehr schön. Tolle Antwort. Ihr habt 2 Markisen, die gehen vollautomatisch. Das kommt euch sehr entgegen. Du musst keine Stützen ausfahren. Ja, das kommt entgegen, vor allem in der Höhe. So, ihr habt viele Fenster, aber du sagst, ein Fenster fehlt noch. Ein Fenster müssen wir mit dem Stefan noch reden. Das gehört noch ein bisschen größer. Bisschen größer. So, ja. Der Stefan kann das alles machen, das weißt du. Wir brauchen das. Wir brauchen ein Infinity-Pad mit Infinity-Fenster, ebenerdig raus. So, und das heißt, ihr könnt dann rausgucken, könnt dann da liegen. Entfaltungszeit, wie gesagt, dein Kanal. Da sieht man viele YouTube-Videos. Hast du denn schon einige Leute, die dir folgen? Ja, sehr begrenzt. Wir machen dafür nicht speziell Werbung, aber vielleicht fällt es in Zukunft mehr auf mit dem Teil hier. Aber es ist die Plattform von meiner Frau und von mir, genau. So, und das heißt also, damit irgendwann was reinkommt. Alufelgen mit dabei, der ist schön ausgestattet. Ich habe ja das Video gemacht. Hast du dir das angeschaut, das Video vorher? Ja, 3-mal. Und? Ja, ich habe den Stefan besser kennenlernen wollen. So, es ist ja immer eine große Gefahr, weißt du, der sieht ja so ganz nett aus mit seinem Bart und dem Hemd und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch, ich sag mal, 2. Generation, was hat er? Ja, genau. 2. Generation, aber hat er das gehalten, was er versprochen hat? Er ist sehr bemüht, muss ich sagen, wirklich. Weil es ist ja doch einiges, was ihr jetzt anschließend geändert habt. Die Waschmaschine muss umgebaut werden, ein paar andere Sachen. Dann bist du ja auch gut ausgelastet im Moment, oder? Ja, genau, im Arbeitszeugnis steht, er war stets bemüht, aber wir sind gut ausgelastet. Wir haben ja... Okay, das heißt im Prinzip, du würdest nochmal ein Auto beim kaufen. Ja, sofort. Sofort, sehr schön. So, das haben wir auch abgesprochen. Du kannst mir jetzt die 20 Euro geben, dass wir das haben. So, jetzt Heckgarage. Ihr habt ja, ich sag mal... Ihr habt jetzt kein Auto mit dabei. Das Fahrzeug sollte extrem kurz sein. Sind wir unter 10 Meter hier? Wir sind gerade noch unter 10 Meter, aber es kommt noch ein Heckradträger drauf. Ein Heckradträger. Ja. So, das kommt mal mit drauf. Du kannst hier aufs Dach drauf gehen. Du warst schon mal selber drauf? Ja, wir waren schon oben feiern, meine Frau und ich. Und? Perfekt. Ist da eine Gefahr, dass die Kinder abstürzen können? Weil die Höhe ist ja schon ordentlich. Ich meine, du sagst jetzt natürlich, die waren schon auf Bergen drauf. Da waren die 10-mal, ihr bouldert und so weiter. Aber ist da so ein Schutz? Die Gefahr ist immer. Die Frage ist nur, wo ist der Level, wo man sagt, wie weit muss ich sie schützen oder wie weit haben sie Erfahrung mit sowas. Und dadurch, dass sie schon viel erlebt haben, können sie vieles abschätzen aus meiner Sicht. So, es gibt eine alte Regel auf dem, wenn Kinder spielen, du guckst denen zu, die gehen ganz hoch oben drauf auf das Gerüst. Kennst du das? Ja. Spielplatz, ein Klettergerüst und dann ist auf einmal der 5-Jährige irgendwie 8 Meter hoch. Du kennst die Regel? Ja, ich frage, fühlst du dich noch sicher? Nicht hingucken, heißt die Regel. Also, okay. Die kommen nämlich meistens wieder runter. Also so meinst du? Ich habe immer gesagt, du kriegst eine Höllenangst, wenn die da irgendwas machen. Aber ich sag mal so, ich sage immer, am besten nicht hingucken. Die Kinder, die regeln das oft allein, oder? Na, ich gucke schon hin, aber das Gewissen ist eigentlich ganz gut. Weil wenn wirklich einmal bremslich wird und das kann ich erkennen, dann muss ich halt eintreten. So, wir guck haben mal. So, ihr habt Spaß, ihr habt eine Außendusche mit drin, Heckbelastung 400 Kilo, abzüglich Stützlast, ihr habt einiges eingeladen, ihr habt einen Hund. Wir haben einen Hund, ja. Wo ist der Hund? Beim alten Mobil. Der ist da drin? Nein, draußen hinten im Schatten. Draußen hinten im Schatten, okay, weil es hat mich schon sehr gewundert, dass ihr keinen Hund habt. Was ist das für ein Hund? Was habt ihr? Ein Australian Shepherd. Ein Australian Shepherd, da sehe ich es nämlich hier, Daily Oral Care. Das ist da mit drin. Dann hast du hier eine Werkzeugkiste. Ich habe genau dieselbe. Ich habe genau die gleiche aus dem Baumarkt gekauft als Basis. Ich habe exakt genau diese Kiste. So. Und die ist total überladen, auch mit Zeug, die ich irgendwie reingemacht habe. Aber es war okay, oder? Es hilft meistens weiter. Es muss sein. Du wirst zum Tischler, zum Spengler, du wirst zu allem mit so einem Mobil. Hast du selber gebaut hier die Halterung? Ja, das war erforderlich, weil wir so viel da reinpacken müssen. Man wird es auf der anderen Seite besser sehen. Warum? Komm, wir gehen da mal rein. Ihr habt Rucksäcke ohne Ende. Ich hab gerade geschlafen. Ach, da ist er. Oh, ist der Hund. Oh, ist der goldig. Der muss auch mit beim Wandern. Alter? 2011 ist er gefahren. Also ja, der wird jetzt 13. Nein, 12.
13. Ist er schon alt für so einen Shepherd? Ja, schon. Er ist ein Reinrassiger. Er hat viel mitgemacht schon mit uns. Viele Wanderungen und muss überall dabei sein. Echter Bergfex. Teilweise auf Klettersteigen, also er hat schon viel. Toll. So, dann schauen wir mal rein auf der anderen Seite. Hier ist eine große Leiter mit dabei. So, und da sind die Fahrräder. Boom-Fahrräder, die sind besonders kinderfreundlich, weil sie sehr leicht sind. Genau, das ist es. Wir machen richtige Radtouren durch den Wald, Schotterstraßen überall und viel auch bergauf, bergab. Da müssen die Räder leicht sein, vor allem für die Kinder. Die sind sehr leicht. Die sind auch von, ich sag mal, der Funktion her gut. Und, die sind sehr stabil vor allem und das ist das, was wir brauchen bei unseren Touren. Eine Carbon-Gabel mit dabei, das heißt, da muss sich das Kind nicht mit, ich sag mal, 12, 15 Kilo rumplagen oder 7, 8 Kilo, die wiegen gar nichts, oder die Fahrräder? Ja, das ist das Entscheidende. Also wenn sie sich quälen würden, hätte es keinen Spaßfaktor mehr. Also sie müssen das gerne machen wollen. So, da ist ein Seil dabei zum Seilspringen, oder? Das ist ein Statikseil, da machen wir ab und zu einen Flying Fox irgendwo im Wald. Aber wir haben dahinter auch die Kletterausrüstung, also wir gehen sehr gern klettern. Aber Seilaufbauten gibt es in vielen Arten. Ist das schön, das Bouldern? Ja. Warum? Weil es so hoch ist und so schön da oben. Hast du keine Angst, du kannst herunterfallen? Nein, ich habe keine Angst. Und du? Auch nicht. Ihr habt das so geübt, das heißt, ihr seid sehr leicht. Ihr habt auch unglaublich viel Kraft, oder? Ja. So, ja gut, das sage ich jetzt mal. Du nicht, oder? Nein. Nee? Gut. Doch, hat auch Kraft. Er ist der Stärkste von allen. Von der Größe her schon, also beim Wandern mit Abstand. Wir waren am Olymp und sind an einem Tag 1800 Höhenmeter gegangen und das ist alles selber gegangen. Alles selber? Ja. 1800 Höhenmeter? An einem Tag. Das ist nicht, ich sag mal, von hier aus zur Innenstadt gehen, sondern 1800 Höhenmeter hoch, steil. Ja, genau, Sven, wir wollten das auch mal zusammen machen. Ne? Am Arsch. Ich mache das auf jeden Fall mal. Irgendwann mache ich das nochmal, aber ich habe ja zwei Schrauben. Dann hast du dir was gebaut für die Solarpanels. Genau, ich habe dieselben Solarpanels. Siehst du, wir kennen uns gut. Ecoflow? Ecoflow, genau. Ja. So, die machen, glaube ich, 400 Watt Peak. Genau. Und ich habe noch einen Solarregler, der jetzt frei geworden ist. Da kann ich die mobil aufstellen, richtig ausrichten und dann gleich in die Anlage einspeisen. Denn das Wichtigste ist, du willst ja nicht unbedingt in der Sonne stehen mit deinen Solarpanels. Außerdem hast du ja oben eine riesen Dachterrasse, sondern du kannst dich in den Schatten stellen und die Solarpanels in die Sonne. Genau, das kann ich dann ausrichten, wie ich möchte. So, und das haben wir drin. Das Rohr, was hat das für eine Funktion? Wir haben einen Teppich, den sieht man bei unserem alten Wohnmobil. Und immer wenn wir wo stehen bleiben, rollen wir den Teppich raus und der kommt genau da hier rein. Der Teppich, der muss mit, das hier sind was? Das sind die Matratzen für das Terrassenwohnmobil, also dann einen Stock höher. Wir haben ein Moskitonetz und wollen eigentlich im Freien schlafen, so wie wir es von zu Hause gewohnt sind. So, sehr schön, im Freien schlafen. Wir werden gleich mal eingehen auf das Thema Ernährung. Ihr habt ein ganz spezielles Ernährungskonzept entwickelt. Deine Frau, ich habe eben schon gesehen, es gab was jetzt zu essen bei dir. Bei wem war das gerade eben? Milan war das. Was hast du gerade gegessen, Milan? Hirse. Was? Hirse? Hirse hat er gegessen gerade. Mit Käse, glaube ich. Mit einem veganen Käse hat er drauf gehabt. Mit einem veganen Käse. Was ist denn veganer Käse? Veganer Käse ist eine Käsealternative eigentlich nur. Okay. Das ist einfach nur, weil sie das so gerne mögen. Das haben sie auf der Reise erst angefangen. Hirse, das kenne ich natürlich von damals, als vor ein paar tausend Jahren haben die Leute natürlich ganz viel. Ihr habt das so ein bisschen als Vorbild genommen, wie die Leute sich früher ernährt haben? Vielleicht sogar, keine Ahnung. Also mein Vorbild in Ernährung ist meine Frau. So, sehr schön. Da werden wir gleich mal drauf eingehen. Denn das Ernährungskonzept verlangt, dass ihr ganz viel mitnehmen müsst. Man kann das nicht überall kaufen. Ja. Bitte mal öffnen. So, viel Stauraum. Was ist das hier? Der Vitamix. Den kenne ich noch von vor 500 Jahren. Der Vitamix, ja, das ist ein Hochleistungsmixer, mit dem man Smoothies machen kann, Eis, ja, alles Mögliche. So, und der Vitamix, damit kann man Smoothies machen. Da, was ist da drin bei den Steinen? Ist es von den Kids? Das sind die drei Boxen von den Kids. Alles, was sie draußen sammeln, dürfen sie darin mitnehmen, genau. Ich darf die mal sehen, so eine Box? Mal reingucken? Die fragen die Jungs, keine Ahnung. Darf ich mal in so eine Box reingucken? Ja, diese Kristalle. Genau, wenn die mal gerade holst, deine Box. Kristalle. Kristalle. Genau, zeig mal bitte. Das heißt, das habt ihr alles selber gefunden? So, dann darfst du mir mal erzählen, was da alles drin ist. Spezielle Muscheln habe ich gesammelt. Und Quarz haben wir ganz viel gefunden und mit Steinen rausgehaut aus der Erde.
Zapfen. Also, ja, das haben wir einen bestimmten Zapfen. Den hat der Elia, der Kleine, gefunden. Den nimmt er immer mit. Den habe ich jetzt aufgehoben für ihn, weil er den unbedingt braucht. Irgendwie. Dann gibt es noch Muscheln, die ich gefunden habe. Wow. Ja, ihr wart jetzt gerade nämlich ganz weit weg, nämlich in Griechenland mit dem Wohnmobil. Da wart ihr, wie lange wart ihr in Griechenland? In Griechenland haben wir 4 Monate. Genau, 2 Monate auf Kreta und 2 Monate auf der Peloponnes. War das schön? Ja, traumhaft. So, das heißt, das Ziel ist wahrscheinlich im Sommer dann in Süden und im Winter in Norden. Genau, umgekehrt, ja, genau. Nochmal umgekehrt. Im Sommer in Norden und im Winter im Süden, genau. Aha. Gut, ich wollte nur mal hören, ob du auch aufpasst, ja, wenn wir das haben. Das heißt, wo es schön warm ist, der Sonne folgen. Genau, wir müssen der Sonne folgen. So, wir gehen jetzt mal rein. Habt ihr hier mehr Platz in dem neuen, gefühlt? Ja, auf jeden Fall, gefühlt viel mehr Platz, ja. So, von der Länge her ist es ja ähnlich, muss man sagen, 1 Meter mehr, oder? Es ist ungefähr 1 Meter mehr, 90 Zentimeter und der Platz zerquetscht. Wow. Das Wichtigste ist und bleibt Vorwerk Thermomix, da kann man noch so alternativ sich ernähren. Ja, ohne Thermomix geht hier nichts. Du bist der Fachmann für Thermomix? Ja, es gibt Gerichte, da bin ich zuständig. Also da brauche ich den Thermomix dafür. Ist das der neueste? Nein. Nein. Warum nicht? Weil wir gerade ein schwarzes Wohnmobil gekauft haben. funktioniert aber, ne? Der funktioniert perfekt, der ist verlässlich. So, sehr schön. Daneben ist eine Siebträger-Kaffeemaschine. Auch das, ihr kommt aus Österreich, da geht hier so Kapselkaffee gar nicht, oder? Nein, geht gar nicht. Geht gar nicht. Also es muss schon richtiger Druck aufgebaut werden und dann wird der Teppich ausgerollt, die Sessel aufgebreitet und der Espresso. So, und hast du selber gebaut hier die Halterung? Ja, die habe ich über gesiedelt vom alten Mobil. Umgesiedelt? Ja, genau. So, der war nämlich Gast bei dir in der Werkstatt. Du hast es möglich gemacht. Ja, wie das Leben manchmal die Zufälle so will, gell? Oder weiß ja nicht, wie zufällig das dann doch der Werkstattaufenthalt war. Oder ob man doch noch so einen Abschlenker hier gemacht hat. Das wahrscheinlich war schon von beiden was gewesen. Ne? So, was war denn das Schöne jetzt unten jetzt in Griechenland? Was war da am schönsten für dich? Das Meer, Baden? Wir waren nicht so oft baden. Also, ihr wart wandern? Ja, das war schön dort. Ja, die Schluchten auf Kreta hat es viele gegeben, die sehr schön waren zum Wandern. Hast du auch Kids kennengelernt, andere Kinder? Ja, schon ein paar, aber nicht so viele. Gut, die sprechen auch alle Griechisch und du kannst jetzt einige Wörter Griechisch, gell? Naja. Eins. Sigas, Sigassis oder ich kann noch nicht so viel, aber... So, die große Reise, ihr wollt wirklich... Ist das Haus ist quasi, steht schon zum Verkauf, oder? Nein, wir haben noch Freunde, die drinnen wohnen. Die bleiben dann noch bis Ende August und ab September wird es dann in die Anzeige umgewandelt. Und 23. 23. 23, Frachennummer, ja. Wir sind ja jetzt in diesem Jahr. Gut, wir gehen mal am besten mal rein. Gastank ist ja hier drin, nehme ich an, oder? Bei dem Wohnmobil? Ja, ist dabei, ja. So, geht mal vor, alle mal rein. Das wollen wir mal sehen, wo dein Reich ist. Denn... Baby hat nämlich eingebauten Sonnenschutz. Ich nenne es mal Baby, ist bestimmt kein Baby mehr. Es ist darunter tatsächlich ein Cruiser 940 LS. Da sieht man es. Und es ist ein richtiger LKW mit drin, mit viel Laufleistung. Wo schlaft ihr denn? Da oben. Da oben drauf. Ihr kommt aber nicht drauf, oder? Doch, kommt ihr? Ach, ich habe schon befürchtet. Die können ja klettern, die Jungs. Die können klettern. Wir werden so die Leiter aufbauen, aber die... brauchen sie nicht immer. So, und die schlafen alle 4 nebeneinander, nehme ich an, oder? Wird dann der Plan sein im Moment, alle 3 und der Kleine meistens bei uns. Kommt man von hier innen nach oben? Wir werden noch ein paar Bouldergriffe befestigen müssen, noch nicht. Okay, noch nicht, das heißt, außen wird dann gemacht. Wer könnte denn mal hochgehen? Ist da jemand, dem man das zutrauen kann? Wir alle. Wir alle. Ja, dann denke ich mal, dann darfst du mal hochgehen oder ihr beide einfach mal hochgehen aufs Dach. Könnt ihr das machen? Okay, jetzt kriege ich, also jetzt die normalen Eltern, die würden jetzt spätestens jetzt sagen, nein, wenn da was passiert. Aber du hast halt, wird schon nichts passieren, oder? Naja, die sind so aufgewachsen, dass wir sie nicht worauf gehoben haben, sondern dass sie von klein auf jeden Schritt selber erfahren haben müssen. Und dadurch spüren sie sich gut und damit kann ich ihnen mehr zutrauen. So, hier vorne wird noch ein bisschen gemalt, gebastelt. Die Frisuren. So, ihr dürft wirklich mal hoch. So, dann kann ich ihn nämlich gleich mal durch die Luke filmen, dass wir das sehen. Ich mache die mal auf, ein bisschen mal auch mal zeigen, wo ihr denn später drin wohnt. Denn innen drin habt ihr es natürlich luxuriös.
im Vergleich zu vorher schon. Da hast eine große Küche, die du auch brauchst, für die Sachen zuzubereiten. Da ist eine richtige Tischplatte oder ist die andere größer? Die Küche ist das Einzige, was wir noch adaptieren werden im Herbst wahrscheinlich, weil sie ist nämlich kleiner. Ist kleiner? Ja. Sie hat weniger Arbeitsfläche als im Argos. Ansonsten, das Wohnmobil ist breiter, es ist länger, es ist voluminöser, es ist höher. Aber die Küchenarbeitsfläche, die ist wahrscheinlich für Leute ausgelegt, die oft ins Restaurant gehen. Echt? Echt. So. Aber wir werden uns da was überlegen, dass wir hier mehr Arbeitsfläche dann haben. Aber jetzt reisen wir mal ein paar Monate, damit wir einfach das Ganze spüren und schauen, was für uns passt. Im Luxusreisenmobil. Das ist so, man sieht zum Glück nicht von außen, wie schön es innen ist. Ja, das ist der Vorteil. Ja, im Moment ist es noch ein bisschen steril, aber ich denke, es wird nicht lang dauern, dann kriegt es unseren Touch. Ja, ich habe das nämlich drüben schon gesehen. Ihr habt drüben mal kurz aufgeräumt. Das sah so ein bisschen aus wie eine geplatzte Matratze mit 4 Kindern, aber ganz normal, oder? Ja. Ja, so. Es liegt immer was herum. So, jetzt hast du ein richtiges Schlafzimmer hin, hast du schon gesehen? Ja. Ist das gut? Da habe ich drauf bestanden. Das hat jetzt eine riesengroße Matratze. So, ich zeig mal gerade, hier sind ein paar Sachen, da sind auch die Vitamine mit dabei. Du führst auch Vitamine zu, oder? Ja. So, ich guck mal gerade, da ist ein Pulver dabei, Vitaminpulver, diverse Pülverchen, da unten sind die Gewürze mit drin. Unten sind die Gewürze, genau. Unten sind die Gewürze und oben sind das. Also wir ernähren uns ja eben hauptsächlich vegan, dadurch brauchen wir B12 und Vitamin D, wenn wir nicht zu sehr in der Sonne sind. Mhm. Genau, das sind die Hauptvitamine. Und, du ja. Bist ja ziemlich fit in Sachen Ernährung, oder? Es geht immer mehr oder weniger, also es ist schwer zu sagen. Ich darf da mal reingucken in den Kühlschrank bei euch? Der ist nur leer. Ist noch leer? Ja, der ist noch so. Leer. Der hat von beiden Seiten, der ist auch ein bisschen kleiner wieder, Alter, oder? Oder der geht's? Ist, glaube ich, gleich groß, oder? Gleich groß. Okay, cool. So, dann habt ihr ein Soundsystem mit drin, einen Fernseher, den braucht ihr gar nicht, oder? Na, den haben wir noch zwar, aber den werden wir wahrscheinlich nicht verwenden. Also früher oder später wird wahrscheinlich die SAT auch abgebaut, weil wir den nicht. Ich gucke selber, also ich habe auch die neuen Wohnmobile, haben gar keine SAT-Schlüssel mehr bei mir. Also wenn ich unterwegs bin, gucke ich gar keinen Fernseher mehr. Mhm. So irgendwie, ich gucke raus und da habe ich meinen Fernsehen. Genau so ist es. Die Reize braucht man nicht. Und du machst dein Leben ja, das bestimmst du selber. Das habe ich jetzt gemerkt, wo ich unterwegs war. Das heißt also, dich aus der Konserve mit Sachen, die bereits passiert sind, ihr entwickelt eure eigene Zukunft so ein bisschen. Ja, genau. Also das haben wir jetzt gemerkt, dass desto mehr man Verantwortung für sich übernimmt, desto mehr entsteht das eigene und nicht das, was wir von außen vorgeben wird von der Gesellschaft. Und das. Und du verschwendest ja deine Zeit, irgendwas anzugucken, was Leute generiert haben, damit du das guckst. Zum Beispiel meine Videos. Genau. Ganz schlimm, oder? Genau. Nein, das hat ja Sinn gemacht für uns, dass wir sehen. Ja, für dich jetzt schon, richtig, ja. Das ist aber so ein Zweifel. Aber du kannst dir schon vorstellen, dass eure Storys, die ihr erzählt, die sind ja spannend. Also wo seid ihr jetzt? Ja. Ihr habt ja viele Follower und so. Die gucken ja und viele können ja gar nicht mehr unterwegs sein. Die erfreuen sich dann an den Bildern, oder? Die vielleicht ein bisschen älter sind, krank, gebrechlich. Vielleicht das, dass man sich erfreut an den Bildern, aber auch dass als Inspiration, dass es auch möglich ist, zum Beispiel mit 4 Kindern reisen zu gehen, was viele glauben, was nicht geht. Oder mit 4 Kindern wandern zu gehen, wo viele sagen, das geht nicht. Oder eben, dass die Kinder auch gesund ernähren können und auch einen Smoothie trinken oder grüne Säfte trinken. Mhm. Das ist... Genau, einfach als Inspiration. Ich habe da ganz bedeutende Fehler bei meinem Sohn gemacht. Denn wenn ich zu dem sage, hier mal 1000 Meter und so weiter. Aber ist halt jetzt mal so. Er macht aber viel Sport, spielt Basketball, spielt Klavier und so weiter. Also es ist eher so das, was alle Kids machen. So große Dusche hast du jetzt und das ist ja mal Luxus. Aber es ist ja nicht mehr oder weniger wie zu Hause, ne? Für dich. Oder braucht ihr die gar nicht? Die Dusche? Doch, die brauchen wir jeden Tag. Okay. So, die waren schon wichtig auch, ja. So, und eine Festtanktoilette, die habt ihr vorher auch nicht gehabt, die oder? Die haben wir nicht gehabt. Nein, wir hatten eine Trenntoilette. So, und das ist umweltfreundlich, das heißt, du brauchst keine Chemie mehr. Ihr habt ja vorher eine Trenntoilette gehabt. Nein, wir haben eine Trenntoilette gehabt, das war uns wichtig. Chemie wäre gar nicht gegangen. So, das sieht man. Großes Waschbecken finde ich auch wichtig mit so viel Kids. Ein paar Sachen habt ihr schon eingeräumt. Und, da oben sind die Kinder. Ich zeig's mal gerade. Hallo. Ihr habt es ja geschafft, oben drauf. Ist das schön da oben? Ja. Warte, ich komme mal mit der Kamera raus, dass ich euch mal filmen kann. Wenn ihr mal gerade einen Schritt zurückgeht, da seid ihr auf dem Dach drauf. Dachterrasse, das Material der Dachterrasse ist sehr weich, oder? Ja, ist weich. Das ist so Yachtmaterial, glaube ich, oben drauf. Puh, ich war nicht dabei beim Verbauen, keine Ahnung. Aber es ist weich und man kann echt direkt am Dach glas sitzen. Cool. So, dann, cool. Ich habe immer Angst, irgendwas zu sagen. Nachher liegt das Kind dann auf dem Boden aus 4 Meter Höhe. Aber es würde ja zunächst mal auf die Seitenmarkise fallen. Die ist ja sehr stabil. Der Vorteil ist, du brauchst keine Stützen montieren. Das ist, glaube ich, ein Riesenplus. Kannst du einfach mal ein Stückchen rausfahren. Die kann auch einiges ab, oder? Das ist eine Haushaltsmarkise. Ja,
Die sind, ich finde, sie sind sehr robust. Ich glaube, sie sind nochmal adaptiert worden und dürften einiges aushalten. Und wenn der Wind stark genug ist, fahren sie wahrscheinlich von selber rein. Was ich total cool finde, dass ihr das bekommen habt, ganz ehrlich. Weil wir haben uns am Anfang, als wir das Video erstellt haben, du weißt noch, haben uns überlegt, wer mag das kaufen? Und ich finde, das ist hier 6 richtige mit Zusatzzahl. Ja, war für mich auch eine total positive Überraschung. Wir haben, glaube ich, beide das nicht so getippt gehabt. Aber es freut mich wirklich sehr. Ja. Hey, so. Wieder da. Da ist ja noch ein Kind. Ah ne, das ist die Kopie wahrscheinlich, die schon gerade runtergekommen ist. Ja, da vorne natürlich mit den Kids da im großen Hubbett mit drin. Das ist aber von der Raumaufteilung doch ähnlich wie in dem Argos, oder? Ja genau, also die Raumaufteilung ist ziemlich ähnlich. Vorne die Kinder am Alkoven und wir hinten. Und dazwischen viel Platz. Druckluftbremse mit drin. Den C-Führerschein hast du jetzt erst nachträglich gemacht oder war der sowieso schon da? Den habe ich schon gemacht, damit ich im Argos fahren kann. Okay, also hast du direkt einen C gemacht. C1, bei euch ist das ja anders. Da gab es keine alten Führerscheine, gab es entweder B oder gar nichts, oder? So ist es, genau. Also ich habe den C machen müssen. Den C machen müssen. Dann musst du ja hier noch die Nova zahlen. Ist die schon gezahlt? Nein. Kommt noch, ist auch nicht zugelassen, gell? Das kommt noch, ja. Ja, das böse dicke Ende kommt noch. Es sei denn, man hat hier eine Firma in Deutschland zum Beispiel, würde ein Unternehmen machen, mit dem man die Filme machen würde, könnte das Ganze steuerlich absetzen. Okay, passt. Ich mache dann einen Kurs bei dir. Ja, könntest du dir überlegen. Dazu müsstest du nur halt mit der Firma die Filme machen. Machst du hier einen kleinen Sitz, eine GmbH würde ich da machen. Würde den auf die GmbH anmelden, kannst die Mehrwertsteuer ziehen. Da ist nämlich Mehrwertsteuer drin, korrekt? Ja, Sven macht steuerliche Beratung hier, ja. Nee, ich mache keine, ich darf gar keine Steuerberatung machen. Das ist mir nur gerade so eingefallen. Also bitte nicht Steuerberater und so weiter. Hättet keine Nova, könntet die Einnahmen, ich meine, irgendwann habt ihr ja mal Einnahmen in dem Kanal. Das Ganze muss ja aufgebaut werden. Also ich kenne da so YouTuber, die leben davon. Ja, die leben dann in Zypern oder so, habe ich auch davon. Nee, in Deutschland, ganz normal. Deutschland, ja, cool. Du zahlst deine 30%, du hast ja Niederlassungsfreiheit, ihr habt ja eh das Vermögen gerade verjuckst. Ja. Genau. Es muss jetzt wieder was rein, ja. Es muss wieder was rein. Ist nur so eine Idee. Also man kann das so oder so machen, aber wenn ihr sowieso filmt, dann ist das Ganze schon schnell gewerblich und dann wäre das Fahrzeug Mittel zum Zweck. Ja, steuerlich müsste man schauen, halt, wo man seinen Wohnsitz hat, ja. Interessant. So, aber ich habe gehört, die Österreicher, da muss der Wohnsitz in Österreich sein. Das weiß ich. Ich glaube, das steht noch offen. Ne? Das ist noch offen. So ein Thema, das kann man ja sehen. Zukunft ja, noch so offen ja, ist mir jetzt nur so eingefallen. Die Klimaanlage, die wird wahrscheinlich niemals brauchen, es sei denn, es ist extrem feucht. Kennst du das, so feuchte Hitze, 38 Grad oder seid ihr daran gewöhnt? Es kann nicht heiß genug sein. Scheiße, ey. Ist das aber wir brauchen die Klima zum Wärmen, weil ja. Im Winter... So, ist ja auch eine Wärmepumpe drin, so könnte man mit wärmen oder auch nicht. So, aber sie ist halt mal da und ich sag mal, ist auf jeden Fall gut, sie zu haben, wann immer man sie braucht. So, schön, also große Sitzgruppe, ich zeige euch mal gerade. Dann ja, wünsche ich euch gute Reise. Wir werden jetzt noch ein zweites Video machen über euer altes Wohnmobil. Das könnt ihr euch angucken. Ich finde von der Größe her optimal, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also es ist nichts zu groß, dass man, also wir wollten keinen Bus oder irgendwas Langes, dass wir eben nirgends mehr hinfahren können, aber nicht zu klein, dass wir uns immer auf die Füße treten. Also unter 10 Meter und ich glaube spätestens jetzt, also mit dem Fahrzeug werden die Leute euch auf jeden Fall auch beachten und wir werden noch mal ein bisschen Werbung machen für euren Kanal und da sehen wir das mal gerade. Ja, ich finde das so vom Bild her eigentlich schon optimal. Alte Bilder hatte ich inklusive, man kann auch gut rausgucken, trotz der Folie, oder? Ja, genau, ja, man kann auch rausschauen. Da ist ja eine Folie drauf, eine Lochfolie, sehe ich gerade. Aber das klappt gut. Das ist schon professionell gemacht. Also die ganze Folierung mit allen drum und dran, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist gut. Schon unikat, das hier, ja. So, let's go. Komm, wir gehen raus. Alle Mann. Alle Mann aufs Dach. Alle Mann schnell raus. Ich erspare euch jetzt irgendwelche Technik. Die könnt ihr in einem anderen Video gucken, da haben wir es genau erklärt. Es geht ja um die große Reise. Es geht jetzt Richtung Schweden dann, oder? Genau, wir werden weiter Richtung Norden fahren. Schweden ist ja schon lange ein Traum von uns und jetzt starten wir es mit dem Großen. Darf ich dich fragen, was du vorher gemacht hast beruflich? Oder bist du Arzt, Informatiker? Nein, ich war, wie lang? 22 Jahre in der Baubranche tätig und habe Großprojekte abgewickelt, hauptsächlich für öffentliche Auftraggeber. Und der Job hat mir dann irgendwann so viel vernichtet, dass ich gesagt habe, jetzt aussteigen. So, und der war oft nicht zu Hause, der Mann? Ja, der war 3-4 Tage in der Woche in Wien und die restliche Zeit bei uns. Aber Wien-Graz ist eine ganz schöne Strecke. Ja, es war zu viel, dass er pendeln kann. Dadurch ist er immer weg. War auch da, ist da geblieben. Und da war das erste Kind schon da, oder als er dann?
Gearbeitet hat. Ja, da war das vierte Kind schon da. Das vierte Kind schon da. Ja. So, und dann kam der irgendwann mal und hat gesagt, oder war das deine Idee? Ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt müssen wir es anders angehen. Mit vier Kindern, er ist zu viel weg auch und ja, es ist schade um die Zeit. So, das ist ja, ich sag mal, eine Geschichte, ist interessant, dass du das willst. Normalerweise wollen das die Männer. Die wollen das dann und jetzt hast du aber dich durchgesetzt, hast gesagt, wir machen das jetzt so. Wie ist dein Fazit jetzt? Wie lange dauert das, bis man im Kopf, oder bist du immer noch? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin voll angekommen. Es war schon so, dass die Magda das sehr früh wollte und das hat bei mir ein paar Monate gedauert, bis ich den Schritt dann mich getraut habe. Aber ich bereue es seither keine einzige Sekunde. Sag mal, du weißt manchmal nicht, was für ein Tag ist, ein Wochentag? Weiß ich jetzt gerade nicht, weil jeder Tag ist gleich für uns. Es gibt ja keinen Sonntag, Samstag. Ist jeder Tag gleich, ja. Tag gleich. Morgens, wann geht's raus morgens? Unterschiedlich. Ich bin meistens der Erste, der aufwacht. Und wann? Um vier? Um fünf, ja. Aber nur aufwach. Und dann, wenn dann der Kleine was braucht, dann stehen wir auf. Der ist der Erste. So, der Kleine ist hier, gell? Ja. Warte, ich zeige ihn nochmal. Das ist ja voll am Ratzen. Ist das nicht ein Problem fürs Knick, dass das irgendwann mal abbricht, wenn der so mehr als 45 Grad oder 90? In seinem noch nicht wahrscheinlich. In seinem noch nicht. Ist schon so lange her mit den Kindern. Das heißt, ihr habt die schönste Zeit jetzt. So, mal ein bisschen Werbung für euch. Da ist es. Das Ganze heißt Entfaltungszeit. Und gibt es bei YouTube und bei Instagram, da könnt ihr mal drauf gehen. Und bitte macht mir einen Gefallen, so eine liebe Familie, abonniert doch mal den Kanal, geht da auf den Kanal drauf, Entfaltungszeit. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal den Kanal öfter mal angucken, weil ich euch ja jetzt schon kenne. Und jetzt machen wir noch ein tolles Video von diesem Wohnmobil. Komm, wir ziehen heute einfach los in Richtung Freiheit. Danke fürs Einschalten. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, hat mich wirklich sehr gefreut. Ich kann nur empfehlen, das sich mal anzuschauen. Der Thomas hat so tolle Drohnenaufnahmen, die er gemacht hat. Das ist schon nicht nur semi-professionell, was er sich da angeeignet hat in den letzten Monaten. Das ist schon eine ganz tolle Arbeit. Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich prima. Also, ich würde das gewerblich machen. Aber das ist ja deine Entscheidung. Das können wir mal gucken. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Jetzt darfst du auch mal mit drauf. So, ein Kind fehlt noch bitte. Einmal Gruppenaufnahme im SOD. Gehen wir gerade näher ran. So, alle mal etwas näher zusammen. Etwas näher zusammen. Sehr schön. Und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.